Zentrum und sammelt das Qi wieder ein. Wir leiten jetzt die gesamte dreiteilige Schüttelübung für Sie an. Stehen Sie einen Moment in Ruhe und beginnen dann zu schütteln. Erinnern Sie sich an Ihren Himmelsfaden, an dem Sie sich entspannt nach unten zur Erde hin loslassen können. Der Kopf bewahrt seine aufrechte Haltung. Lassen Sie Ihren Kopf nie hängen, um die Halswirbel nicht zu belasten. Schütteln Sie und lösen Sie alle Anspannung, ganz gleich, wie es aussieht. Spüren Sie auch in Ihre Hände und Füße. Schütteln und lockern Sie jedes Gelenk und alle Organe. Das Schütteln erfasst Ihren gesamten Körper. Erinnern Sie sich an das Bild der Sprungfedern in den Beinen. Bleiben Sie elastisch und federnd. Denken Sie an nichts und schütteln Sie, bis Sie merken, dass Sie lockerer werden. Finden Sie auch Ihren eigenen Rhythmus. Schütteln Sie alles ab, was Sie hemmt und blockiert, physisch, psychisch und geistig. Lassen Sie Ihren Atem weiter ruhig und gleichmäßig aus- und einströmen. Stellen Sie sich auch Ihre Energiebahnen, die Meridiane, vor, die Ihren Körper vertikal durchziehen, und lösen Sie Blockaden und Engpässe auf, damit das Qi wieder ungehindert fließen kann. Schütteln Sie sich frei. Ganz allmählich wird die Bewegung kleiner und klingt schließlich aus. Verlagern Sie jetzt das Gewicht etwas mehr auf den vorderen Bereich der Füße, um so die sprudelnden Quellen besser wahrzunehmen. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit in die Fußsohlen. Stellen Sie sich vor, dass sich alle Poren an den Fußsohlen öffnen und sich Ihr Qi mit dem Qi der Erde verbindet. Fühlen Sie sich ganz mit der Erde verbunden. Mit dem Ausatmen und mit der Vorstellung führen Sie alle durch das Schütteln gelöste Ablagerungen aus dem Körper heraus. Stellen Sie sich die Meridiane vor, durch die das Qi wie in kleinen Bächen nach unten fließt. Beim Einatmen denken Sie an nichts. Das Ausströmen des Atems soll sehr sanft sein. Auch wenn Sie jetzt viel loswerden möchten, strengen Sie sich nicht an. Lächeln Sie, wenn Sie dem Fluss des Qi alles mitgeben, was Sie stört und einschränkt. Lassen Sie Ihre Fußsohlen geöffnet, wenn wir jetzt mit dem Einsammeln beginnen. Wenn man Qi aus dem Körper herausleitet, ist es wichtig, das Zentrum wieder zu füllen. Öffnen Sie sich jetzt, um neue Energie aufzunehmen. Fühlen Sie klare, lichtvolle Energie und nehmen dieses Qi mit dem Einatmen durch alle Poren Ihrer Haut auf. Weiten Sie Ihr Herz und öffnen Sie sich, um mit allen Zellen Ihres Körpers Neues aufzunehmen. Legen Sie die Hände jetzt auf Ihr unteres Zentrum und sammeln Sie die aufgenommene Energie dort ein.
öffnen Sie langsam wieder Ihre Augen und lassen Sie Ihren Blick entspannt ins Weite gehen, um die Augen auszugleichen. Stellen Sie dann allmählich Ihren Blick wieder scharf. Eine der grundlegendsten daoistischen Übungen ist das meditative Stehen. Das Stehen ist eine der ältesten Übungen, die in vielen Kulturkreisen gepflegt wurde. Man sagt auch, stehen wie ein Baum. Das Stehen als Übung bedeutet zunächst zu lernen, die Körperhaltung immer wieder neu zu regulieren, um die Gelenke durchlässig zu machen, so dass Qi und Blut wieder ungehindert zirkulieren können. Das Stehen kann mit verschiedenen Armhaltungen kombiniert werden. Jede Armhaltung hat eine eigene Wirkung. Auch wenn das Stehen anfangs gar nicht einfach erscheint und vielleicht auch ein wenig anstrengend sein kann, so ist doch die Wirkung sehr kräftigend und regenerierend. Wir stehen wie ein Baum. Stehen Sie jetzt hüftbreit in der Grundstellung mit den Zehen geradeaus nach vorn. Die Hüftgelenke sind genau über den Kniegelenken und die Kniegelenke über den Fußgelenken. Beugen Sie leicht die Knie und achten Sie darauf, dass Sie nicht nach innen gehen. Die Knie sind lotrecht über den Zehen. Kippen Sie jetzt ganz leicht Ihr Becken, bis Sie spüren, dass sich Ihr Kreuzbein und die unteren Lendenwirbel aufrichten. Diese Bewegung ist sehr sanft. Entspannen Sie Ihre Bauch- und Gesäßmuskulatur. Vom unteren Teil Ihrer Wirbelsäule, von Ihrem Steißbein aus, werden wir uns jetzt Wirbel für Wirbel nach oben bis zum Scheitel aufrichten. Wachsen Sie. Die Aufrichtung der Wirbelsäule ist wichtig, damit das Qi ungehindert strömen kann. Ohne die Haltung zu verändern, heben Sie jetzt langsam Ihre Arme bis auf Brusthöhe. Die Schultern bleiben entspannt. Und der Kopf bewahrt seine Haltung. In dieser Armhaltung werden wir jetzt eine Weile stehen. Wir stehen wie ein Baum. Spüren Sie nach unten, durch die Füße, in die Erde und schlagen Sie Wurzeln. Wie ein Baum mit seiner Krone wachsen Sie jetzt auch mit Ihrem Kopf nach oben zum Himmel. Lassen Sie immer wieder neu alle Anspannungen los. Entspannen Sie vor allem Ihren Schulterbereich. Die Ellenbogen sinken nach unten. Die Finger zeigen zueinander und die Daumen nach oben. Spüren Sie von den Schulterblättern her bis in Ihre Handrücken hinein, als wenn Sie etwas nach vorne drücken. Atmen Sie ruhig und lassen Sie alle Spannungen in die Erde fließen.